Bevor das Ganze jetzt losgeht, ist es mir ganz wichtig, dass egal was passiert, ihr keine anderen YouTuber, Streamer oder sonstige Leute beleidigt. Jeder, der beleidigt, wird gebannt. Auf Twitch, wir haben schon über 10.000 Leute gebannt, weil andere Streamer in meinem Namen beleidigt wurden. Sowas geht gar nicht. Zusätzlich ist es immer wieder so. Es ist immer wieder so, es gibt immer wieder so Hater-Videos, so ganz krasse Fakten, was wir da hatten. Ihr kennt die Dinger. Ich ignoriere das immer, ich bin nicht drauf eingegangen. Es gibt teilweise andere Streamer, die mich seit Anfang an jedes Mal provozieren, ans Bein pissen, nerven. Teilweise Videos machen, da gab es schon so viele. Ich glaube, alle Videos, die es gegen mich gab, wurden gelöscht, weil dann im Nachhinein rauskam, scheiße recherchiert, Sachen ausgedacht. Das war nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt werde ich einmal Rede und Antwort stehen, ja, gegen die Superstars, dass die es jetzt mal waren. Da passt das ganz gut, können wir über einige Sachen reden. Wie gesagt, jeder, der beleidigt, hat auf meinem Kanal nichts zu suchen und ist nicht besser als jemand, der für andere Leute öffentlich Rufmord betreibt. Sehr gut, dass wir das jetzt auch so klären können und nicht nur ja, auf jeden Fall in einem Video. Dann würde ich sagen, haust du einfach direkt mal die Punkte, die du in dem Video angesprochen hattest, kurz an, dass das Ganze nicht zu lange geht. Einfach nur, was dir ja, also, wichtig ist. Ja. Ja klar, also erstmal, ich hab's jetzt schon in deinem Titel gesehen, erstmal will ich mich mit dieser ganzen Sache, mit diesem, dass es so rüberkommt, als wollten wir dich als Rassist oder sonst wie darstellen. Das war nie unsere Absicht und so weiter. Und da muss man halt überlegen, wenn man ein Video hochlädt, wo man sagt, ihr habt das Gefühl, ich bin Rassist, das ist halt, muss man, also wenn man ein Video genau, hochlädt. Genau, also erstmal das Video, der Punkt, das Wort Rassist ist ja nirgendwo gefallen, erstmal. Mhm. Und na klar kommt es so rüber, das stimmt schon. Aber das war extrem subjektiv und man muss ja auch, wer das Video gesehen hat, weiß, er hat da gesagt, nicht falsch verstehen. Aber das entschuldigt es trotzdem nicht. Also deswegen hier nochmal vor allem auf jeden Fall ja, die Entschuldigung, ob du es jetzt annimmst oder nicht, das dir dann selber überlassen. Aber das war nie unsere Absicht. Unsere eigentliche Thematik, warum wir das Ganze gemacht haben. Und das beinhaltet eigentlich auch nur unser Video. Ja. Und also mein Video, was ich hochgeladen habe. Und dazu muss ich auch sagen, dass die anderen Videos, die Yasin gemacht hat, die nehme ich auch runter. Also das ist finde ich auch nicht richtig, dass er das da so gemacht hat. Er hat mir ja, die Videos gesagt, sind da. Du weißt, dass viele Leute, die Clash Royale schauen, auch jünger sind, die glauben sowas. Da wird gesagt, Trimax hat was gegen Türken, haben wir das Gefühl. Die sehen das einmal, hinterfragen das nicht und dann ist das Ding durch, auch wenn ihr das Video runternimmt. Da gibt es mehrere Gründe, wofür ich euch da anzeigen könnte tatsächlich. Ich werde das nicht machen, aber das muss man doch vorher überlegen. Ja, das ist klar. Die Sache ist, du weißt ja, wie Yasin ist. Ja? So das entschuldigt von das der nicht. Emotion. Das ist ja, immer das wieder, ist, du weißt doch, wie Yasin ist. Der hat schon so viel verbockt einfach. Das kann er sich nicht mal wieder rausreden. Ich weiß auch nicht, was mit Yasin da los ist. Er hat mir sehr viele Sprachnachrichten geschickt, sehr lange, ja. Teilweise Viertelstunde redet er dazu, teilweise auch sehr ausführlich. Ich wusste überhaupt nicht, was abgeht. Yasin ist sehr seltsam, sehr komisch. Ich habe dich damals auch gefragt, ob ich habe nicht darauf geantwortet zuerst. Ich habe dich auch gefragt, ob er irgendwie, weiß ich nicht, einen geistigen Schaden hat. Falls das der Fall sein sollte, dann macht man darüber keine Witze und so. Und dann muss man da auch ganz anders an die Sache rangehen. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist. Aber egal, was er hat, sei es, ob er irgendeinen psychischen Schaden oder physischen Schaden hat, das kann nicht sein. Da hast du schon gewisserweise recht. Also die Sache ist jetzt, wie gesagt, ich werde die Videos runternehmen und auch für die, die irgendwie meinen, wir würden das irgendwie Fame oder sonst was machen, wie gesagt, uns geht's wirklich. Da muss ich nochmal ganz kurz intervenieren. Ich weiß ganz genau, ich kenne die beiden Supercellers, die machen das nicht für Klicks, die machen das nicht für Reichweite, die machen das nicht für sonst was. Die sind sich beide deren Rolle 100% sicher, was sie da machen. Die sind sich ganz sicher, dass so, wie sie mich in den Videos darstellen, dass ich wirklich so bin. Das ist einfach so. Da sind sie sich ganz sicher. Ich kann da 100%ig sagen, die beiden machen das nicht für Klicks. Da kenne ich die schon zu gut. Ja, wie gesagt. Also, und du weißt auch genau, wenn wir irgendwie klicktechnisch, geldtechnisch dahinter wären, du weißt genau, wie viel so ein Video mit 10.000, 20.000 Klicks oder so bekommt. Ja, das ist, ja. Lohnt sich. Also ich sag mal, gewisserweise, wenn ich in dir diesem finanziellen Interesse hätte, lohnen sich diese 30, 40 Dollar nicht, mich irgendwie online oder sonst wie hier, ich sag mal. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass eure Live-Zuschauer, der Hate wird steigen, aber die Live-Zuschauer werden in euren Streams und auch die Follower und Abos werden davon steigen, gar keine Frage. Es hat sich jetzt seit 2, 3 Tagen alles nur um die Supercellers gedreht, auf einem Kanal von über 500.000 Abonnenten.
Ja, das kann schon sein, aber wie gesagt, ich habe auch in meinem Video irgendwie betont, wer der Meinung ist, dass wir, dass unsere Intention oder sonst wie eingehen, dass wir Fame oder so, ihr könnt gerne deabonnieren, macht das jetzt von mir aus, ihr könnt defollowen auf Twitch. Es geht ja, das ist ja auch nicht die Sache, ob ihr an dem Rufmord Geld verdient oder nicht, das ist ja nicht, das ist mir ja egal. Ich will jetzt auf den Punkt kommen. Ja, also, wir können am besten mal zusammen die Fakten so durchgehen. Am besten ist auch von deiner Seite aus, dass du das irgendwie kommentierst, wenn du da sagst, okay, das stimmt nicht und ob du da irgendwie noch dazu zusätzlich was sagen willst. Also ist die Hauptthematik, wie gesagt, ist ja die CCGS, was da wirklich, wie das wirklich abgelaufen ist, genau. Von unserer Seite aus. Ja. So, und da hast du ja auch sehr viel geschrieben gehabt und da haben wir auch sehr viel geredet. Mhm. Und Es war doch so, um erst mit den Fakten anzufangen, es war doch so, dass der Veranstalter bzw. Supercell euch angefragt hat, mit euch meine ich dich, Chef Strobel und Stanplay, ja, weil ihr auch die Spring Season und die ESWC und so weiter gecastet, genau, habt, dass ihr das auch macht und dass ihr das ohne Vergütung macht. Ja. Ist das soweit richtig? Also, Supercell hat nicht angefragt, aber die Organisation, die von Supercell beauftragt wurde, hat angefragt. Ja. Genau, die Veranstalter, genau. Mhm. Und dann ist es auch Fakt, dass ihr das im Grunde abgelehnt habt, weil ihr es nicht für richtig gefunden habt, das kostenlos zu machen. Dazu auch kurz meine, da haben auch viele gehatet und gemeint, dass das normal sei. Und das stimmt schon, also es ist nicht richtig von den Veranstaltern, dass die von euch verlangt haben, dass ihr das kostenlos macht und so weiter. Das, ja, ist ein gutes Recht dafür, Geld zu verlangen und so weiter. Ja. Und ihr habt das ja, daraufhin habt ihr das abgelehnt. Ja. So hast du uns das gesagt. Ja. Mhm. Genau, ihr habt das abgelehnt. Richtig. Und dazu noch eine Sache, das, was da geboten wurde, ich habe ja auch ein Management, ja, was das Ganze macht, das Angebot, genau, das ist einfach frech. Supercell gibt der, ich weiß nicht, ob ich da offiziell drüber reden darf, keine Ahnung, ich sage es jetzt einfach, Supercell gibt der Organisation, ich werde sie jetzt auch nicht nennen, Gelder, damit sie das Ganze casten. Die Produktion war scheiße, das weiß Supercell auch, da wurde sich sehr viel Geld eingesteckt, die Streamer haben nichts bekommen, es war der Organisation egal, ob es 13 Zuschauer waren oder 20.000, es war denen egal, die Streamer haben alle den gleichen Betrag bekommen und das, da hat mein Management, als er diesen Betrag gesehen hat, sofort gesagt, auf keinen Fall bieten wir dich für diese Summe an, das ist eine Frechheit, das ist noch nicht mal ein Zehntel, was uns dazu steht, das macht man nicht. So, hat sich die Organisation sehr lange daraufhin nicht gemeldet, dann sind wir direkt zu Supercell gegangen. Dann hat sich Supercell gedacht, what the fuck, wieso castet das nicht Trimax? Trimax war letztes Mal der größte Stream überhaupt, 16.000, 17.000 Zuschauer, jetzt macht das ein anderer, die haben 100, 200 Zuschauer. Was ist da los? Supercell, jeden, mit dem ich von Supercell geschrieben habe, wollten ganz, ganz doll, dass ich das caste und die Organisation hat es nicht gebacken gekriegt, sich zu melden oder irgendwie mal ein Angebot auf den Tisch zu legen, was da okay ist. Schlussendlich habe ich es dann gemacht mit einer Summe, die immer noch weit unterm Wert liegt, weil ich einfach nur dieses Event casten wollte. So, jetzt kannst du weitermachen, damit die Leute auch im Kontext sind. Okay, gut. Also ja, so das, die Sache ist halt so, hast du es halt uns nicht gestellt, du hast gemeint, dass sie verlangt hätten, dass du das kostenlos machst. Das war auch zuerst kostenlos. Und dann war ein Angebot und das ging gar nicht. Dann haben wir wieder ein Angebot hingeschickt, haben die nicht drauf eingegangen, haben das alte Angebot geschickt. Dann haben sie 2 Wochen nicht gemeldet. Also das ist, war von der Organisation aus gar nichts. Und ich glaube auch nicht, dass sie es nächste Season noch weitermachen werden. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, das mit dem Ablehnen ist auch Fakt. Und Fakt ist auch, dass Abgelehnt haben wir gar nichts. Wir haben weiter mit denen verhandelt, aber ja, weiter. Okay, gut. Also du hast uns gesagt gehabt, dass du abgelehnt hättest. Mhm. Okay. Auf jeden Fall hast du dich auch in keiner Weise irgendwie dazu gemeldet oder sonst wie. Ich sehe jetzt gerade, dass Yasin auch da ist. Mhm. Oh, Moment. Hallo? Dass du dich in keiner Weise irgendwie zu uns geäußert hast, dass du ein Angebot bekommen hast und dass ihr da irgendwie Meinungsverschiedenheit erhalten habt und das gewisserweise abgelehnt habt und dass es sein kann, dass vielleicht die Veranstalter sich bei euch melden oder so, da kam ja nichts von euch. Ja? Gut, jetzt muss man aber auch sagen, ihr wisst ganz genau, ich sag mal, wie es ist, ich bin das Gesicht Clash Royale Deutschland. Wir haben alles gecastet, ich habe jedes Event gemacht. CCGS ist ein Highlight, das mache ich am liebsten, ich würde es auch umsonst machen, es ist einfach eine geile Sache. So, dann... Wie, du würdest es auch umsonst machen, sagst du jetzt gerade? Habe ich beim CCGS-Finale gesagt, ist mir scheißegal, das Angebot war wieder kacke, das war ja dann die Season darauf. Ist mir egal, ich will den Scheiß casten. Mein Management ist da stark gegen, die sagen, mein Wert sinkt, alles blöd, wie kann man das so günstig machen?
ist mir egal, ich will das casten. Das war beim Finale so. Da werde ich jetzt, okay. Ich sag auch nochmal, ja. So die ganzen Amerikaner haben beim CCGS-Finale, ich habe keine Ahnung, ob ich das erzählen darf, ich mach's jetzt einfach, die haben alle gestreikt, die haben gesagt, für diese Summe machen wir das nicht. Es war denen egal, ob man 1000 Abonnenten hatte oder 3 Millionen, die haben alle eine fixe Summe geboten. Das war eine Summe, die ist niedriger, als wenn ich normal von zu Hause streamen könnte. Ich weiß nicht, was da los war, es war so ein Riesen-Event, es war so eine Riesenhalle und dann wurden die Streamer nicht richtig bezahlt. Alle Amerikaner haben gestrikt, also haben gesagt, machen Sie nicht mit für den Preis, alleine, dass die Amerika da extra hinfliegen, eine Woche da sind, sich darauf vorbereiten, alles Mögliche. Es war einfach zu wenig und ich war diesmal der Einzige, der nicht mitgestrikt hat. Ich habe sofort zugesagt, es war mir egal. Ich habe letztendlich sogar nach Steuern, nach Share weniger als Chef Strobel bekommen für das Casten der CCGS. Okay. Ja. Also meinst du jetzt im Nachhinein, dass du es auch kostenlos gemacht hättest? Okay, das ist ja dann im Grunde aber ein Problem zwischen dir, den Veranstaltern und dem, genau. Deinem Management. Genau. Ja, okay. Und nicht zwischen so, dann, uns, würde ich sagen. Nee. Weil du hast, als du mitbekommen hast, dass wir das gemacht haben, warst du richtig wütend. Da war ich auf 180. Ja, natürlich. Ich habe euch monatelang supportet und auf einmal sehe ich, wie ihr mein Lieblingsevent castet. Ja, oder das, halt ohne, dass ich was davon mitbekommen habe. Leute, what the fuck, da will ich jetzt auch mal die Zuschauer fragen. Es steht mir nicht zu, zu sagen, was ihr casten dürft und was ihr nicht casten dürft. Das ist das Event des Jahres auf meinem Kanal. Okay. Ohne was zu sehen, sitzt ihr da und castet das. Und ich denke so, was ist denn jetzt los? Okay. Und ihr tut so, oh, ich weiß von nichts und du hast uns nichts vorzuschreiben und sowas. Wir wussten nicht, dass du das casten willst. Ja, welcher halt Zuschauer denkt denn, ich will nicht CCGS casten? Anscheinend dein Management. Also, wie gesagt, hätten wir gewusst, dass ihr da eine Anfrage bekommen habt und dass ihr dir Meinungsverschiedenheiten habt und dass du das unbedingt casten willst und so weiter, dann wären wir wie Chef Strobel und Standplay, hätten wir da auch zu dir gehalten und hätten das auch aus Solidarität natürlich abgelehnt. Aber wie gesagt, weil wir ihr habt null Ahnung hatten. Ohne mich zu informieren, der Vertrag war 2 Wochen oder so unterschrieben, bevor ich davon überhaupt Wind bekommen habe. Der Vertrag war eh so eine Sache, weil das war auf Hochenglisch und wir haben so lange gebraucht. Es ist egal, was der Vertrag da drin steht. Ihr habt das CCGS angenommen, obwohl ihr wusstet, wie gerne ich das casten möchte. Da könnt ihr euch auch nicht rausreden. Ihr habt schon damals gesagt, oh, wir wussten das nicht, dass du das casten möchtest. Das ist falsch, das ist falsch. Anscheinend wolltest du es ja nicht casten. Ja, also nicht das kann ja, das kann ja nicht sein, dass du irgendwie von uns verlangst, dass wir da irgendwie Auskunft geben, wenn wir irgendwie geschäftliche Anfragen oder sowas haben. Also das würde ich auch in Zukunft als selbstverständlich sehen. Wenn jetzt in der nächsten Season Chef Strobel und Big Spin angefragt werden, ob sie das casten möchten und dann hinter meinem Rücken das casten würden, natürlich wäre ich da auf 180. Was ist denn, das versteht hier auch gerade jeder Zuschauer. Ihr castet die CCGS, ohne mir irgendwas davon zu sagen, wenn ihr genau wisst, dass es das ist das Event überhaupt auf meinem Kanal. Jetzt labert hier nicht rum, dass ihr da keinen Bock drauf habt. Dass ich da auf einmal keinen Bock drauf hätte. Nee, wenn ihr das abgelehnt habt, dann würden wir das natürlich gerne machen. Wir dachten sogar am Anfang, dass wir dafür was zahlen müssten und so und hätten es trotzdem gemacht. Aber wie gesagt, wenn ihr das schon im Vorhinein abgelehnt habt, dann wieso sollten wir es nicht machen, ja? Weil, ja, warum nicht? Wir hatten auch. Ihr hättet es annehmen Spaß können und mir schreiben können oder irgendwas. Ich hätte es euch vielleicht sogar gelassen bei den beschissenen Verträgen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt also die Sache. Die Sache ist jetzt, um das klarzustellen. Ich muss gerade sagen, ich finde es richtig, richtig gut, dass die Zuschauer jetzt hier live dabei sind. Ihr habt euch das genommen, nachdem ich euch monatelang supportet habe, ohne zu schreiben. Uns wurde das angeboten. Wir haben es nicht von irgendjemandem genommen. Die Sache ist, wir kommen dazu auch gleich später nochmal. Im Grunde hast du es von uns genommen. Ja, wir haben den Vertrag unterschrieben, ihr habt den Vertrag nicht unterschrieben, aufgrund der Tatsache, dass dein Management der Meinung war, dass das Geld nicht genug sei und so weiter. Okay. Dann haben wir, wie gesagt, das Angebot bekommen und waren erstmal, fanden wir erstmal übertrieben krass, dachten wir erstmal, ist es ein Fake oder sonst wie und haben uns da zusammengesetzt und dachten, okay, das ist für uns erfahrungstechnisch und so weiter und auch vielleicht in gewisser Weise Reichweite aufzubauen, eine ganz gute Sache und hatten bis zu diesem Zeitpunkt auch, gar kein finanzielles Interesse oder sonst wie, weil die auch gar kein Angebot oder sonst wie vorgelegt hatten. Und wir waren auch da bereit schon, nachdem die uns gesagt haben, jo, Verpflegung zahlen wir euch und auch die Fahrten. Und dachten wir, okay, das passt für uns. Wir würden das so kostenlos machen. Ja. Und danach kam halt der Vertrag, wo auch dieser Betrag drin steht, den wir dann auch bekommen und so weiter. Und dann übelst krass. Und da muss man natürlich noch sagen, zu dem Punkt, die Sache ist jetzt, um das verbinden, warum wir vielleicht gar nicht
die Alternative gesehen haben, dir das irgendwie Bescheid zu geben oder sonst wie oder uns verpflichtet gefühlt zu haben, war die Sache auf der Gamescom, wo du uns klar und deutlich gesagt hast, hey, mit Clash Royale wird mit uns nichts, funktioniert einfach nicht. Ja, das waren deine Worte. Du hast gesagt, hey, ihr müsst mir Content liefern und so weiter. Und das ist dein gutes Recht. Mhm. Ja, wenn du das ablehnst, ist dein gutes Recht. Du darfst mit wem du willst zusammenarbeiten. Können wir dir nicht vorschreiben oder sonst wie. Wir können nur anfragen. Und nachdem du gesagt hast, CR-technisch funktioniert halt nichts, ja, haben wir auch uns gar keinen Gedanken verschwendet, irgendwie, dass wir hier da irgendwie Auskunft geben müssen, dass wir da eine Geschäftsfrage haben und hey Max, was hältst du davon? Wir haben jetzt gerade eine Anfrage bekommen. Komm nochmal zu Punkt, ich weiß gar nicht, was du willst, das ist gerade komplett cringe, guck dir mal den Chat an. Was ist jetzt der Punkt, was möchtest du sagen? Was ich sagen will ist, dass wir es nicht einsehen, dass wir dir irgendwie über geschäftliche Auskünfte irgendwie... Richtig, also, absolut, rechtlich alles richtig. Ja. Ich habe gerade einen Zuschauer geschrieben, Sie haben theoretisch recht, aber alleine aus Solidarität hätten sie Nein sagen sollen. Noch nicht mal das, sie hätten mir nur Bescheid sagen sollen. So, übrigens, wir haben ein Angebot bekommen, wir sollen CCGS casten. Wie kann das sein? Wieso castest du das nicht, Trimax? Ich hätte das vielleicht sogar überlassen. Das glaube ich nicht. Also nachdem du da noch übertrieben viel Druck gemacht hast, um da noch einen Platz zu bekommen, glaube ich nicht, dass du da das gelassen hättest. Aber das ist jetzt subjektiv. Mhm. Das kann doch nicht sein. Dann kann ich genauso im Gegenzug sagen, hey, wieso hast du uns nicht Bescheid gegeben? Wie gesagt, hättest du uns Bescheid gegeben. Ich bin gerade echt auf 180. Ich kann es nicht fassen. Ihr wart ewig in der Autohostliste. Ihr habt tausende Zuschauer bekommen. Ich habe euch hunderttausende Zuschauer mit Host rübergeschickt. Ihr seid einer der größten deutschen Twitch-Kanäle von den Followern. Ihr habt 70.000 Follower. Ja, die Follower haben doch nichts zu sagen. Ey, ihr wisst, oh mein Gott. Das ist doch jetzt gerade ein Fail, oder? Du weißt doch genauso gut wie wir, dass unglaublich, unglaublich. Ich habe euch nur gegeben, alles Mögliche. Und dann habt ihr eine Chance. Ihr müsst nur Bescheid sagen, dass ihr ein CCGS-Angebot bekommen habt. Wo steht das geschrieben, dass wir da Bescheid geben müssen, weil wir in der Autohostliste drin sind? Oh mein Gott, das ist gerade richtig peinlich für euch. Außerdem hat auch Hurricane dafür gesorgt, dass wir in die Autohostliste kommen. Und das war damals vor der DreamHack sogar. Wir sind dir sehr dankbar dafür, für den Autohost. Hunderttausende Leute wurden rübergeschickt auf einen Kanal aufmerksam, als ich klein war. Ich hätte alles dafür gegeben, dass so viele Leute regelmäßig auf den Kanal kommen. Okay, also ich will mal kurz nochmal auf den Punkt zurück mit den Followern. Du meinst also, dass diese 70.000 irgendwie dein Verdienst sind? Oder wie gesagt, wir sind dir sehr dankbar dafür und wir haben das auch, ich denke mal auch, indem wir zu DreamHack gefahren sind und auch unzählige Male gesagt, das hat damit nicht so wirklich was zu tun. Diese Follower, die da entstanden sind, du weißt genauso gut wie wir, dass Twitch ab einem bestimmten Punkt irgendwann ein Update hatte und dass es da ein Follower-Bug gab. Du weißt es genau so. Scheiß doch auf die Follower. Man möchte nur eine Sache als Streamer, dass die Leute einmal auf dem Kanal, dass sie einmal den Stream sehen. Dann entscheiden sie sich, ist der gut, ist der schlecht, komme ich wieder, komme ich nicht wieder. Und da habe ich euch, egal was die Follower sagen, hunderttausende Leute mit Autohost, mit Host danach rübergeschickt. So. Aber du hast eben gerade die Follower als Argument aufgezählt. Dann ist es egal, der Follower ist nur passiv davon, wie viel Zuschauer ich euch überhaupt rübergeschickt habe im Verlauf der Zeit. Alles klar. Okay. Also du bist der Meinung, wir wären verpflichtet an diesem Zeitpunkt dir irgendwie zu sagen, dass wir da ein Angebot bekommen haben. Also das ist dein Standpunkt jetzt. Ich hätte es in tausend von tausend Fällen gemacht, immer. Ja, sagen wir mal, ich hätte. Also wir waren ja auf der DreamHack, ja, wir haben 1000 Kilometer Weg gemacht, um dich dort zu treffen. Ja, da muss ich auch nochmal ganz schnell was sagen. Dieses Argument hast du jetzt schon über 10 Mal gebracht, ja, was ihr alles für mich gemacht habt. Ihr nehmt euer letztes Erspartes, fahrt zur DreamHack nach Leipzig, 1000 Kilometer, kommt da viel zu spät an, schüttelt mir die Hand und jetzt bin ich euch für immer verpflichtet, meine Dankbarkeit auszuschützen. Da waren super viele Fanboys am Start. Was ist denn das? Ihr seid erstens, ja völlig krank. Ich kann es nicht fassen. Wir waren erstens Streamer, ja. Und du hast dann auch in deinem Vlog erwähnt, dass da Leute über 500 Kilometer kamen. Ja. Leute, über 500 Kilometer. Aber wir haben uns davor hast du uns noch auf die Autohostliste getan und hast damit gesagt, yo, ich supporte die gerne. Ja. Und auf einmal sind wir irgendwelche Fanboys, ja, deiner Meinung nach. Also du machst Yasin ganz besonders, ja. Ganz doll. Ah, okay. Also gut, dann kannst du deine ganzen Fanboys in deine Autohostliste packen. Also wenn das normal ist. Weil ich dachte, wir sind halt, wie du gesagt hast, eine Clash Royale Streamer-Gruppe und wir unterstützen uns alle gegenseitig. Als du uns genau in diese Gruppe eingeladen hast, genau, sagst du jeden gönnen. Du sagst immer, wie viel du so machst. Du machst Mod-Arbeiten, wo ich denke mir, WTF, du gründest 6 Tri-Unity-Clans, mit denen ich nichts am Hut habe, verwaltest die und ich denk so, warum gibt es so viele Trimax-Clans? Wieso sind die alle offiziell? Wer macht das? Da kommt raus, das macht Supercellers.
Und dann so, what the fuck? Und dann sagt ihr, wir sind so toll, wir haben deine ganzen Clans verwaltet. Was habe ich denn davon? Ihr hättet 20 machen können. Ist es an alle Zuschauer, macht offizielle Trimax-Clans. Vielen Dank. Dafür kriegt ihr tausende Zuschauer. Und wir machen ganz viele Videos zusammen. Das habe ich auch erklärt. Es geht ja nicht darum. Wir haben, wie gesagt, ich wollte mit dem Mod zusammen, weil ich mich mit denen so gut verstanden habe, einen Clan gründen. Und das Name kam dann auch von einem Mod. Dass wir es so nennen. Eigentlich wollte ich meine Community und die Mod reinpacken in das Clan. Und danach wurde dieser Clan bei dir im Chat die ganze Zeit gepusht. Und dann war auf einmal deine Community und jeder dachte, okay, das ist Max, seine Clans und so. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Das war wirklich einer der größten Gefallen, der mir je getan wurde. Also da hättest du auch damals das so ausdrücken können, ja? Ich kann es gerade nicht fassen. Also diese Argumente, du bist extra nach DreamHack nach Leipzig gefahren mit der letzten Ersparten und du hast etliche Clans gegründet und das ist jetzt muss ich für immer dankbar sein und muss mit dir Videos aufnehmen, da sehe ich den Zusammenhang nicht. Nein, okay, das kommt zum nächsten Argument. Ich glaube, wir werden uns da nicht einig. Nee, das ist der Vergleich zu CCGS, dass wir dir da Bescheid geben müssen, nur weil du uns auf die Autoassiste getan hast. Nee, gut, dann nicht. Ich hätte es gedacht. Wir können jetzt auch eine Abstimmung machen. Ich bin mir ganz sicher, dass 95% der Meinung wäre, allein aus Solidarität würde man nur mal Bescheid geben, noch nicht mal absagen, nur Bescheid geben, du Trimax, CCGS hat uns ein Angebot gemacht, wir brauchen das Geld, wir nehmen das an. Das hätte ich hätte ja auch gedacht, gereicht. Du würdest uns in deinem Video erwähnen, aber auf einmal bin ich ein geisteskranker Psychopath. Ja, das dachte ich auch, aber nicht alles, was man denkt, passiert. Ich dachte auch, du würdest uns über die Zeit unterstützen, ja, weil du immer so Hoffnungen gemacht hast. Ja, das war ein Fehler, dir meine Nummer zu geben. Du hast mir 20 Nachrichten jeden Tag geschickt, immer wieder nachgedacht. Ich habe gar nicht geantwortet. Viertelstunde Sprachnachrichten. Das ist ganz unheimlich, ganz, ganz unheimlich. So war das gar nicht. Die Sprachnachrichten waren erst nach diesem Fortnite-Event. Also davor haben wir, wie gesagt, ich habe dir zum Beispiel gefragt, jo, wollen wir Fortnite spielen, hast einfach nicht geantwortet. Obwohl du uns auf der CCGS zugesagt hattest, ja, mit euch, Fortnite wird gehen, hattest du zu Conan gesagt. Genau, also ich weiß jetzt nicht, ob du mir da zustimmst, ob du dich daran erinnerst oder sonst wie. Ich habe dir auf der CCGS mehrmals gefragt, okay, Clash Royale haben wir schon auf der Gamescom abgehakt gehabt, dass du da mit uns da nichts zu tun haben willst. Und wie gesagt, das ist dein gutes Recht, wenn du da Nein sagst, aber auf der CCGS hast du mir mehrmals versichert, hey, wenn da noch Platz ist und so weiter, das ist gar kein Problem, wir können mehrmals zusammen spielen. Und wir hatten uns da, ja, ehrlich gesagt gefreut, dass wir, okay, auch ein Teil da werden können, auch in die Gruppe gehören und so weiter und dann auch zusammen spielen, Spaß haben und so weiter. Und wie gesagt, du hast mir das zugesagt, mehrmals, du hast mir in die Augen gesehen und hast gesagt, jo, das geht klar. Und darauf komme ich einfach nicht klar, dass du einfach gelogen hast. Du hättest gelogen war es nicht. Es war ein Fehler, da Ja zu sagen. Ich habe Ja gesagt zu Videos mit Big Spin. Ich habe Ja gesagt zu Arena of Valor Videos mit dem deutschen Team. Ich habe Ja gesagt zu South Park. Ich habe Ja gesagt zum Horror Game. Ich habe Ja gesagt zu Call of Duty. Ich habe Ja gesagt zu Master Scorpion für gemeinsame Videos. Ich habe so vielen Leuten Ja gesagt, wo ich guten Content produzieren wollte und es hat nicht funktioniert. Ich streame jeden Tag, 7 Tage die Woche, bringe jeden Tag 2 Videos raus. Ich habe so vielen Leuten Ja gesagt, weil ich Bock auf die Projekte habe, aber es ist keine Zeit da und das werde ich jetzt auch im neuen Jahr in Zukunft so nicht mehr machen. Ich musste einfach lernen, Nein zu sagen. Das war ein Fehler. Ich wusste nicht, dass du so drauf reagierst, dass du jetzt sagst, du hast da einen psychischen Schaden draus genommen aus deinem in dem Video, dass ich da Ja gesagt habe. Es war nicht gelogen, wenn wir frei gewesen wären. Ich ziehe Mickey, Chef Strobel, Horikan, Syox, Big Spin. Ich ziehe die alle vor. Wenn wir 3 gewesen wären, wir hätten noch einen gebraucht, dann hätte ich Conan mit reingenommen. Das stimmt ja nicht, weil als ihr zu dritt wart, anfangs zu Fortnite-Zeiten, hast du gesagt, ja, wie könnten wir noch dazu nehmen? Und jeder hat im Chat, also die meisten Superstars und so gespammt. Ich hab dir auch geschrieben, yo, ich wäre auch da, aber du hast gar nicht drauf reagiert und das Ganze ignoriert und hast gesagt, ja gut, daneben zu dritt. Das ist die Sache mit dem Ignorieren. Da auch nochmal ein einfaches Beispiel mit dem Invitational, was du da gecastet hattest. Ja. Wo du die ersten 15, 20 Minuten ohne Co-Cast warst. Ja, das war frisch nachdem wir zusammen CCGS gecastet haben und da habe ich dir auf WhatsApp geschrieben, hey, ich weiß da das Hintergrundwissen, warum die Person dabei ist und was da eigentlich geht und wie der sich dafür qualifiziert hat, weil jeder im Chat die ersten 15, 20 Minuten kratzen sich am Kopf und wissen nicht, was da eigentlich abgeht, weil ihr einfach keine Ahnung davon hattet. Ja, und habe ich mich da angeboten um dein Content zu bereichern, ja, was du ja von uns so erwartest und habe dir dort
angeboten, hey, wie wär's, ich könnte TS kommen und so weiter, zumindest bis Floppy oder Big Spin kommen. Mhm. Und deine Antwort war nicht nein oder sonst was, sondern einfach, ich habe die zwei blauen Haken gesehen, dass du es gelesen hast, aber ja, keine Antwort. Und ich finde, genau, ignorieren ist einfach generell falsch. Also, stimmt auch, das richtig. Macht man nicht. Ist auch richtig. Ich krieg am Tag alle möglichen Anfragen bei WhatsApp. Sei es der Steuerberater, Kinderlachenprojekte, Big Spin, Floppy-Rechnung, irgendwas mit Rechnungen für die neue Wohnung. Ich bin so zu bombardiert mit Mails und WhatsApp-Nachrichten. Frag mal Floppy und Big Spin, wie oft antworte ich denen bei WhatsApp? Nahezu nie, oder Chef Strobel. Weil ich einfach den Fokus darauf lege, die Videos und die Streams zu bringen und das Wichtigste am Tag zu schaffen. Und ich habe da so viele Leute ignoriert, teilweise auch ehemalige Freunde, was auch komplett falsch ist. Wenn sich hier jemand beschweren kann, dann sind das die Freunde, mit denen ich fast gar nichts mehr zu tun habe, seitdem ich so viel mit YouTube und Stream mache. Aber dass man, da haben wir ihn auch im Chat, Krobok ist dabei. Sehr gut. Aber das, wie du darauf reagierst, dass ich dir bei WhatsApp nicht antworte, ich habe dir so oft nicht geantwortet, das musst du doch gemerkt haben. Ja, aber du bist wie doch kann eh man dabei einen psychischen Schaden davon Stream tragen, wenn ich euch bei WhatsApp nicht antworte? Dann seid ihr nicht dafür gemacht, YouTube oder im öffentlichen Leben insgesamt zu sein. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, darum geht's nicht. Du bist gerne dabei, das zu casten und also du. Ja. Du hast ja dein Handy in der Hand und versuchst da gerade Big Spin und Floppy irgendwie ranzubekommen. Mhm. Und da siehst du doch meine Nachricht. Das ist so eine absurde Ausrede, die du da gerade gebracht hast. Ja, im normalen Real Life sehe ich das vollkommen ein, ja. Als du da beim Umzug warst und so weiter. Ich hab die Situation in meinem Kopf, ich weiß nicht, was da abging, aber. Ja. Ja. Okay, alles klar. Clash Royale Invitational. Genau. Da warst du die ersten 15 bis 20 Minuten ohne Co-Cast und auch wollte im Chat und so weiter. Wollte ich vielleicht alleine casten? Nein, du warst ja dabei, Big Spin und Floppy ranzuholen. Ja, Big Spin und Floppy, halt aber war ich dabei, die Supercellers ranzuholen? Nein, ich habe mich angeboten, wie gesagt, weil extrem viele offene Fragen waren, sei es im Chat oder auch von deiner Seite aus, weil ihr einfach nicht Bescheid wusstet, diese ganze Organisation, ja. Und wie gesagt, dass es da wenn dich das wurde, so verletzt hat, das ist jetzt auch schon Monate her, dann tut mir das leid. Ich weiß es nicht. Ich hätte da nicht so drauf reagiert wie du. Aber okay, das war auch ein Fehler. Gut, ich hab nicht Nein gesagt zu euch und ich habe teilweise nicht geantwortet. War falsch. Werde ich nicht mehr machen. Ja, das ist schön zu hören, wenn du da einen Fehler draus ziehst und sagst, okay, dass du das in Zukunft hoffentlich nicht mehr machst, weil deswegen bin ich aber noch kein Rassist und man betreibt Rufmord auf öffentlichen Plattformen. Wie gesagt, ich hab schon gesagt, ich habe das nicht so direkt gesagt, das war so eher meine Einschätzung, ja, wie es mir so rüberkam. Ich habe dich auf gar keinen Fall, um Gottes Willen, ich habe dich niemals als einen Rassisten bezeichnet. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Ich habe nur gesagt, dass wir uns damals Prinz und Conan genannt haben und nachdem wir uns also, nachdem ich mich auch bekannt habe, yo, ich bin der Yasin, bin Türke, so und so, habe ich eine, wie gesagt, man merkt es ja, wenn jemand immer weniger mit dir was zu tun haben möchte, das habe ich dann gemerkt und ich habe mir halt nur überlegt, ob es vielleicht daran gelegen hat. Ich habe dich niemals als einen Rassisten bezeichnet. Ich habe nur gedacht, du hast mir unterstellt, erstmal, ich mache mit euch nichts, weil ihr zu wenig Follower habt, ihr habt zu wenig Reichweite. Daran lag es nicht. Dann hast du gedacht, ich mache nichts mit euch, weil ihr Türken seid. Daran lag es nicht. Es liegt einfach an dir, Yasin. Nee, mit der Reichweite sagst du jetzt im Grunde, also mit der Reichweite, mit den Follows, das kann schon sein, aber du hast uns auf der Gamescom, auf der Twitch-Party, hast du uns eindeutig klar gemacht, hey, du hast mir gesagt, deine Worte waren wirklich, du musst mir mit Content kommen, du musst mit Leistung kommen, du musst Hörspiel Goblin besiegen. Ja. Ganz toll. Ja. Ich lag mir doch da nicht so, also so wie Yasin bei Fortnite performt halt, was er da so, Max, ich rette dich, ich geb dir Verbände, hier hast du Munition. Das war cringe, ich hab nicht geredet, ich kam nicht drauf klar. Niemals würde ich wieder mit Yasin Fortnite zocken zum Beispiel. Das ist ein Content, den will ich nicht bringen. Gut, das hättest du auch von Anfang an klar machen. Ja, wie gesagt, das ist halt die Sache halt, wenn du da einfach Nein sagst, dann kommt das für mich so rüber, wenn du dazu sagst, jetzt, sag ich mal, gestehst du ein, aber da, wenn du das dann nicht einhältst, dann sage ich, okay, das war eine Lüge. Das er hat mich angelogen, indem er es nicht. Ja, das war auch. Das war auch der Grund, warum ich bei dir gejoint bin. Ja, das war nicht richtig. Ich entschuldige mich dafür. Aber die meisten Zuschauer, ja, die kommen zu mir, hey, wieso spielst du nicht mit Max? Wieso spielt Trimax nicht mit dir? Ihr seid doch so gut und dies und das und dies und das. Und ich hab's denen mal gezeigt. Hier, schau, er hat einfach keinen Bock auf uns, aber er traut sich nicht, das in der Öffentlichkeit so zu sagen, dass er keine Lust auf die Superstars hat. Wir wurden auf Instagram oder sonst wie irgendwie zugespammt, hey, die zocken doch Fortnite, die zocken oft zu dritt, warum joinst du nicht, hey, du bist doch gut in dem Spiel oder sonst wie, ja, und dann haben wir gesagt, hey,
sorry, aber der will mit uns nichts zu tun haben und so weiter. Das haben wir denen versucht klarzumachen. Und dann wäre die Sache doch gegessen gewesen. Und die glauben uns einfach nicht. Die sagen, hey, was laberst du da? Max ist nicht so jemand. Dann denke ich mir, what the fuck, was haben die Leute für ein... Was und als ich sich da ein? Bin, als ich gejoint ja, bin, irgendwas mit, dass es da dann lag, wenn, sag es doch ganz öffentlich, wenn es halt so ist, ja? Das war auch damals, als ich bei deinem E-Sports-Account... Wie sag es so ganz öffentlich? Ich stehe doch als vollen, kompletten Mega-Arsch da. Wir zocken zu dritt, der ganze Chat sagt, zock mit den Supercellers. Wenn ich dann sage, ich habe keinen Bock auf die Supercellers, sehe ich einfach aus wie ein Arsch. Punkt. Ja. Das geht nicht. Ihr könnt die Leute nicht auffordern, dass ich mit denen zusammen zocke. Ihr schreibt in den Chat, oh, ich hätte Zeit. Oh, ist noch ein Platz frei, ich könnte mit dir zocken. Was ist das denn? Ihr stellt mich da öffentlich bloß. Ich wollte nicht mit euch zocken. Ihr pusht die Zuschauer, dass ich mit euch zocken muss. Was ist das denn? Nicht muss, aber dann sag ich es wenigstens. Ja, genau, das ist die Sache. Da musst du, dann hättest du am Anfang, wie gesagt, nicht sagen dürfen, yo, klar, als ich dich auf der CC jetzt gefragt habe, yo, geht klar, weil... Nachdem du diese Aussage getroffen hast, wo du gesagt hast, jo, ich stimme dazu, ich sag ja, bedeutet das automatisch für uns, okay, du willst ja mit uns spielen, beziehungsweise du hast gesagt, jo, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dann spielen wir zusammen. Ja. Aber wenn du von Anfang an, und ich sag's nochmal, war es ja nicht bei dir, ich hätte mich durchaus, wenn wir mit Miki und Huri zocken, jo, wir brauchen noch einen, Conan wäre dabei, hätten wir gezockt, wunderbar. Mit Yassi nicht, mit Conan ja. Es hätte wunderbar zu der Situation kommen können. Ich habe allen möglichen gezockt. Wir haben letztens mit Rubinho gezockt, dann haben wir mit Sizer, wir hatten einmal mit Flying Uwe gezockt, da bringen wir immer wieder neue Leute rein. Du gibst bei mir auch Fortnite. Keine mit Chance. Zauberkind. Schon über so eine lange Zeit gibt es mir nie eine Chance. Das war auch damals mit diesem Prinztag, als du auf deinem E-Sports-Account gezockt hattest, da hatte ich dir auch ein Prinztag vorgestellt gehabt, du hast sogar damit so oft gezockt und jeder wollte also, ich verstehe es nicht, ich bin doch nicht verpflichtet, mit euch zu streamen. Ja, das ist nein, doch nicht. Wie gesagt, bist du nicht. Dann sag das, mach keine falschen Hoffnungen, keine leeren Versprechungen und dann passt es ja auch alles. Aber du machst so Hoffnungen, dann denke ich, okay, er mag uns, er unterstützt uns, wir sind allein, er mag uns und das mit Freunde. Ich habe euch gesehen, ihr streamt Clash Royale, hat mir ganz gut gefallen, habe euch gehostet, bisschen Support, auf einmal wart ihr bei den Mods, habe ich euch öfter gehostet, wart in der Auto-Host-Liste und so ging das Ganze. Auf einmal sagt ihr, wir sind gute Freunde, waren auf der Twitch-Party und sowas. Ja, das hast du uns so... Ich war hackedicht auf der Party und du hast mich da voll gelabert. Ja, das ist dann deine Sache. Wie gesagt, ich wollte auch von Anfang an, als wir auf die Gamescom kommen, wollte ich ein Gespräch haben, aber... dass wir darüber reden können. Dann haben wir halt auf der Party darüber geredet. Wir haben letztens uns außerhalb des Streams eine halbe Stunde auf dem Teamspeak unterhalten, wo ich immer wieder gesagt habe, nein, wir machen nichts zusammen. Und dann hast du gesagt, ich kann mich ändern, ich kann mehr so sein, ich kann ruhiger werden, ich kann das machen, ich kann das. Du hast alles Mögliche versucht, dass wir zusammen Fortnite streamen. Du hast immer wieder klar gemacht, wie wichtig das ist. Und nachdem ich zehnmal Nein gesagt habe, hast du es immer noch nicht verstanden. Nein, hab ich. Ich hab dann gesagt, kannst du nicht wenigstens mit Conan spielen? Und dann sagst du auch nein. Junge, what the fuck, du machst dich hier gerade ganz lächerlich. Okay, nächster Punkt. Ja, nächster Punkt, okay. Ja, wie gesagt, das war so, wie gesagt, das hat nichts mit, nochmal um es aufzugreifen, nichts mit Rassismus oder Rufmord, das war nie unsere Absicht. Wir wollten einfach nur die Sache mit CCGS darstellen. Nachdem du da noch den Platz von Yasin genommen hast, wo uns dann im Grunde die Hälfte des Gelds, was uns eigentlich vertraglich zustand, ja, das wurde uns im Grunde entzogen. Ja. Und ja, das fanden wir einfach falsch nach der Tatsache, dass du eigentlich abgelehnt hast. Es war nicht mein Fehler. Jeder einzelne Supercell-Mitarbeiter wollte mich da auf dem Casterstuhl sitzen. Die Organisation hat es auf ganzer Linie verkackt. Wir haben denen danach noch die Hölle heiß gemacht. Die haben es so verschissen, die Organisation von der CCGS. Da hätte ich von vornherein sitzen müssen. Da musst du mich jetzt nicht flamen, da kannst du die Organisation flamen, dass sie euch einen Vertrag zugeschickt haben, den Supercell so niemals abgestempelt hätte. Okay, also hast du, nachdem wir das gecastet haben, also du bist ja in Woche 5 sozusagen eingestiegen, also die ersten 4 Wochen und so weiter, hast du sozusagen keinen Druck gemacht und gesagt, hey, ich will da noch rein oder sonst wie, sondern das war alles von Supercell seiner Seite aus. Ich habe da natürlich auch noch Druck gemacht, aber das war schon viel früher. Supercell macht das größte Clash Royale Event aller Zeiten. Wir haben in der Spring Season aufgehört mit 17.000 Zuschauern und dann geht es in der Fall Season weiter mit 200 Zuschauern. Und Supercell denkt sich, WTF, wie kann die Organisation das so verkacken? Dann war die Beleuchtung falsch, die Headsets waren scheiße, die Soundqualität war kacke, das Internet ist teilweise komplett weggebrochen, die Streamer wurden schlecht bezahlt, die Organisation hat's verkackt. Mhm. Und dafür mussten wir aufkommen. Dafür musste ich aufkommen. Also 200 Zuschauer, genau. Also willst du da vielleicht auch nochmal was sagen, mit was das zu tun hat, warum wir 200 Zuschauer hatten? Weiß ich nicht. Ich habe die Kommentare gesehen. Die Zuschauer waren ziemlich. Ja, genau, wir wurden da ziemlich gehatet. Das stimmt schon. Ja, wir haben wenig Erfahrung und so weiter. Und du weißt, Yasin
sprachlich nicht der Begabteste, das ist kein Geheimnis und so weiter und das ist klar. Und wir sind erfahrungstechnisch, aber gibt es da vielleicht noch einen Grund, was du offenlegen willst, warum wir so wenige Zuschauer hatten? Keine Ahnung, keine YouTuber-Ankündigung. Keine Ahnung, okay. Also, das ist echt das komisch. Ist echt also, ist, alle, die im Chat, ich möchte jetzt, dass ihr da genau zuhört und euch darüber eine eigene Meinung bildet. Du hast angekündigt, weil du diesen Platz nicht bekommen hast, hast es uns angekündigt. Ich habe es auf WhatsApp schriftlich. Mhm. Du hast es uns angekündigt, dass du im Grunde die Show sabotieren willst, indem du zeitgleich streamst. Wie gesagt, das ist eine Sabotage. Ich streame jeden Abend. Wie gesagt, darauf will ich hinaus. Also, dass du da das gute Recht hast, ja? Da spricht nichts dagegen. Ja. Und dass du sagst und mit neuen Formaten kommen willst und ganz zufällig kam da dieses Pro wie Pro raus und das ist, wie gesagt, super alles Format. Okay. Ja, super Format. Und dass du da alle Zuschauer von CCGS sozusagen wegziehen willst. Mhm. Alles bis jetzt, also das ist alles in Ordnung, was du da machst. Ja. Die Sache ist einfach nur, dass du das so ankündigst, dass weil du. Weil ich stinksauer auf das Unternehmen war. Und auch auf euch. Ja. Und ich finde, das geht in gewisser Weise nicht. Also, okay, dann streame ich jetzt abends nicht mehr, wenn ihr streamt. Nein, darum geht's nicht. Okay. Es geht darum, dass du es ankündigst. Dass du ankündigst, hey, ich werde jetzt was Schlechtes tun. Ja, allgemein gesehen. Ich habe einen Stream angehauen, Pro versus Pro. Kam super an. Die Leute haben es gefeiert. Nee, du hast es gemacht, damit. Das ist doch keine Sabotage, Alter. Das ist ganz normale Konkurrenz. Weil du den Platz nicht bekommen hast. Alles klar. Ja, gut. Okay. Ich würde gerne mal. Habt ihr noch weitere Punkte? Also wenn ich würde jetzt gerne mal kurz, wenn ich jetzt in die Runde werfe und sage, als Aussage, dass du deine Community belügst, was würdest du dazu sagen? In welcher Hinsicht denn? Was gebe ich dir denn für Lügen? Einfach so, wenn ich jetzt sage, yo, ich finde, Max lügt seine Community an. Würdest du dann sagen, hey, ich stimme dir zu? Oder wo drin denn? Was denn? Wo lüge ich denn? Wenn ich sage, dass ich in Clash Royale übertrieben krass bin und ein Pro bin, dann ist das Ironie. Dass du beispielsweise Lügen über deinen E-Sports-Account erzählst. Zum Beispiel, hau raus. Was ist da die Lüge? Genau. Dass du hier einen Command, ich weiß nicht, ob dieser Command noch drin ist, aber wo drin steht, dass du, genau, wenn man Ausrufezeichen E-Sports macht, das kann vielleicht mal jemand machen, um zu gucken, ob das noch drin ist oder sonst wie, dass das spielt. Ich zitiere jetzt, der E-Sports-Account ist nicht gebannt. Max darf ihn nicht mehr mit den Pros teilen. Supercell verbietet das. Mhm. Genau, da steht es auch nochmal. Hat es jemand noch als Ausrufezeichen reingetan in den Chat? Teilst du den Account mit jemandem? Oder steht der jetzt einfach nur auf Eis? Der steht auf Eis überwiegend, offiziell. Offiziell, okay. Die Sache ist, ich habe von, wenn man auf Stats Royale und so weiter geht. Jetzt wird es richtig peinlich, ja, okay. Okay, mach weiter. Sieht man, dass der Account trotzdem gepusht wird, obwohl das, wie gesagt, von Supercell untersagt ist. Okay. Dann nochmal ein ganz kurzer Einwand, Leute. Warum dürfen wir den E-Sports-Account nicht pushen von Pros? Der E-Sports-Account war mein Lieblingsprojekt. Der hat über 15.000 Euro gekostet. Die Openings waren schon krass. Danach hatten wir es Spielern ermöglicht, die qualifiziert genug waren, einen gemaxten Account zu spielen und damit in die Top 50 der Welt zu gelangen. Absolutes Favoriten. Programm von mir. Dann kam die deutsche Supercell Community, die haben auch meine Streams überprüft. Es stand von Anfang an im Regelwerk, dass sowas nicht zugelassen ist. Sobald man beweisen kann, dass ein Account geteilt wird, wird er gebannt, erstmal kurz, später dann sehr, sehr lange. Da ich alles offiziell mache, ich habe über 10 YouTube-Videos runtergenommen. Da waren Videos dabei, die hatten eine 500.000 Klicks, das habt ihr gar nicht mitbekommen. Das waren Videos, wo Flobby gemaxer Accounts gepusht hat und offiziell drüber geredet hat. Das darf ich nicht. Ich darf den offiziell nicht mehr pushen. So, und das ärgert mich total. Ich habe viermal mit denen gesprochen. Kann man irgendwas machen? Kann ich den Account, den Namen zensieren? Kann ich die Spieler-ID verschleiern? Kann ich das so schneiden, dass man nicht sieht, dass ich Leuten, die keinen gemaxten Account haben, diesen Account zur Verfügung geben kann? Und da hieß es immer wieder, nein, können wir nichts machen. Es tut mir auch ganz leid für die Zuschauer, die da alle mitgespendet haben, die das Projekt mega gefeiert haben. Die Videos sind nicht weg, den Accounts gibt es noch, der ist nicht gebannt, aber wir können ihn nicht mehr von Pros bespielen lassen. Und da ich auch selber kein Pro bin und meinen eigenen Trimax-Account habe, können wir den nicht mehr offiziell im Stream weiterzocken. Okay, also zockst du den aber privat irgendwie weiter? Nein, ich habe den über einen Monat nicht angefasst. Ah, okay, und wieso ist der Account dann irgendwie bei Munich Fighters irgendwie Platz 1 mit 5.400 Trophäen? Du meintest, dass du Chef Strobel spielen lassen. Ich habe ihn Chef Strobel spielen lassen. Wir haben immer gelacht, Chef Strobel kommt nicht höher, er hat keinen gemaxten Account. Ich habe ihn gegeben, das war nicht offiziell im Stream, weil er sich einfach mal beweisen wollte. Wir haben gelacht, er hat gespielt, er kam in die Top 100. Screenshots sind von allen möglichen da. Ich darf das nicht offiziell machen. Wenn jetzt der Account wegen euch gebannt wird,
seid ihr. Ja, können sich Leute darauf Meinung bilden. Ich weiß nicht, was das mit euch zu tun hat, dass ich Chef Strobel meinen Account gebe, dass er den pushen kann. Das ist jetzt hier einfach nur so ein kinderhaftes Nachtreten, was ihr hier gerade bietet. Naja, nee, es geht nur darum, dass dieser. Dass ich meine Command, Zuschauer anlüge. Ja, weil der Command falsch ist. Genau, ja, darum geht's. Darum geht's dir jetzt hier. Das ist die Sache. Dass der Command im Stream falsch ist. Ich kann ihn nicht mehr offiziell spielen, aber inoffiziell habe ich ihn Chef Strobel gegeben. Deswegen bist du heute hier zu Gast und deswegen habt ihr eine Rufmord-Kampagne auf euren Kanal hochgeladen. Darum geht es nicht. Wie gesagt, darum geht es nicht. Wir haben ja schon die ganze Zeit darüber geredet. Ich kann es nicht fassen. Was für eine Erbsenzählerei, das ist ja unglaublich. Da gehen euch die Argumente aus und dann kommt ihr hier mit so einem Scheiß, dass ich einen nicht richtigen... Das hast du jetzt gerade gemacht, das Command habe. So, jetzt zum nächsten Punkt. Jetzt nochmal einen richtigen. Was habe ich gegen euch gemacht? Was stört euch? Haut alles raus. Weil irgendwie, weiß ich nicht. Nee, wie gesagt, du wolltest jetzt, dass wir bei dir ins Stream kommen. Wir haben unsere Videos hochgeladen. Und das war's. Ja, wie das gesagt, war's. Das meiste ist wir selber schließen damit ab. Genau, wir schließen das selber ab. Wie ich schon gesagt, die ersten beiden Videos nehmen wir runter. Mein Video bleibt. Und jeder kann sich dann darüber eine eigene Meinung machen. Das ist, was ich da... Das Video war aber online. Euch ist schon bewusst, dass ich euch theoretisch noch anzeigen könnte für Rufmord, ne? Rufmord wegen? Rufmord? Weil ich. Was hast du denn in dein Video gelabert? Ich zock nicht mit euch, weil ihr Türken seid. Ihr habt das Gefühl, dass ich da was gegen habe. Das habe ich ja schon gerade erklärt. Es ist egal, das Video kam online. Ich werde euch nicht anzeigen, aber ich werde das Video, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, auf YouTube hochladen. Okay. Das ist wirklich. Holy shit, ihr habt euch, das ist richtig peinlich, was ihr gemacht habt. Komplett versagt, einfach nur. Die gesamten Argumente waren nicht schlüssig. Und ganz wichtig an meine Zuschauer jetzt: auf gar keinen Fall rüber zu den Supercells und beleidigen. Jeder, der beleidigt, wird bei mir gebannt. Ich mache das selber, das machen meine Mods, das kriegen wir hin. Jeder, der hier beleidigt, ist nicht besser als die Leute, die wirklich dann den Rufmord betreiben. Alles klar. So. Ja. Du bezeichnest es als Rufmord. Das. Ich kann es nicht fassen. Wie, ich bezeichne das als Rufmord? Damit geht man zur Polizei, zeigt das Video, ist Rufmord, Anzeige ist raus. Mhm. Ich kann es nicht fassen. Boah, das war wirklich gar nichts von euch. Das war wirklich, das wäre mir ganz... Kann ich auch nur zugeben. Du konntest einfach nicht dagegen standhalten und willst uns jetzt einfach hier schlecht darstellen und so tun, als wärst du der Große halt. Oh, tut mir leid, natürlich. So hast du das jetzt wahrgenommen. Nein, habe ich nicht. Du bist so realitätsfern, das ist unglaublich, Mann. Ja, und danach mich immer so beleidigen. Ja, okay, tut mir leid, dass ich so geistig nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Ja, das ist nicht witzig, da wird nicht drüber gelacht. Der Chat lacht jetzt, das ist... Nee, du beleidigst das ist nicht, mich das ja ist so. Absolut ich scheiße. Auch nicht lustig, aber warum aber macht man das dann, lustig, warum macht man das dann offiziell? So. Warum haut man dann so ein Video raus? Da kann ich doch auch nichts für. Bevor du deine neue Nummer bekommen hast, habe ich dir geschrieben gehabt, ob wir das irgendwie bereden können. Du hast die Nachricht gelesen und einfach wieder ignoriert. Ja, und dann habe ich nochmal geschrieben und dann ging die Nachricht einfach mal nicht durch, weil du da einfach eine neue Nummer hattest und auch aus der, damit, weil du die neue Nummer hattest, aus der CR-Gruppe raus bist. Das sind und doch ich schon einfach wieder die gleichen Argumente, Mann. Und ich habe einfach keine Möglichkeit, irgendwie dich zu erreichen, ja, und ich sehe es nicht ein, irgendwie, dass ich über Dritte und so weiter versuche, deine Nummer zu bekommen und das dann trotzdem noch privat zu klären. Können wir nicht einfach jeder, ich gehe meinen Weg und ihr euren? Seit einem Jahr wollt ihr euch irgendwie an mir hochsaugen. Nee, das geht mir auf den Sack. Nee, darum geht es nicht. Du hättest uns das damals klar machen können und nicht dauernd irgendwelche leeren Hoffnungen machen können. Ja? Wenn du schon längst keinen Bock auf uns hattest. Ja, wir fragen, hey, geht CR klar? Nein, fertig. Ja, es ist unser gutes Recht nachzufragen und es ist dein gutes Recht, das ja zu bejahen oder zu beneinen. Ja, du tust als würdest du uns gerne unterstützen, aber man sieht es ja gerade. Ich kann es nicht fassen. Bei CR sind wir uns einig. Ich kann es auch nicht fassen, ehrlich. Ja, das ist echt unglaublich. Echt krass. Wow. Wir werden uns nicht einig. Die Zuschauer können sich eine Meinung machen. Ich bin geldgeiler Rassist. Mach leere Versprechungen, bin Heuchler, Lügner, alles in einem. Ja, und jetzt auf Mitleid machen. Glaub mir, das funktioniert schon irgendwie. Das war stark. Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder, ne? Viel Spaß und Erfolg noch bei eurer Videoreihe. Ne? Da, wie gesagt, keine Ahnung, wie lange das noch geht, wann die zweite Staffel da rauskommt. Die Leute sind gespannt. Da wird kein Video mehr kommen. Okay. Sonst wir sind jetzt damit durch. Wir haben das jetzt für uns selber abgeschlossen. Und wie du schon gesagt hast, jeder geht seinen eigenen Weg. Und was ich auch noch sagen würde, nachdem du dein Statement zu diesem Fortnite-Fail gemacht hast, sage ich mal, hast du auch dort so viele Vorwürfe gemacht, dass ich einfach bei Flying Uwe joinen würde und so.
Und das war einfach glatt gelogen, ja. Das muss ich auch hier nochmal erwähnen, damit die Zuschauer Bescheid wissen, ja. Sehr gut. Weil ich habe auch eine Instagram-Nachricht bekommen, hey, wieso joinst du einfach bei Flying Uwe? Das stimmt ja nicht. Aber, das stimmt nicht, nee. Ja, das stimmt nicht, aber einfach behaupten, ja, um sich da im Recht zu zeigen, um uns schlecht darzustellen. Aber alles gut, du hast ja die Reichweite und... Damit geht das ja, ne? Ja, damit geht das. Damit hat man auch Recht, wenn man Unrecht hat. Wow. Genau. Genau, perfekt. Und dann noch zustimmen. Ihr habt's gehört, Leute. Ja, gut. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Nee. Von mir war es jetzt. Also, ja, von mir auch. Schönen Tag noch. Okay, haut rein. User disconnected from your channel. Das war schon stark. Mit denen kann man nicht diskutieren. Ich kann es nicht fassen. Die leben in einer... Also, ich bin wirklich... Ja, es war falsch. Es war falsch. Ich habe gesagt, ja, machen wir. Ich habe zu 25 Projekten ja gesagt. Ich habe es nicht geschafft. Ja, ich habe etliche Videoserien auf meinem YouTube-Kanal einstellen müssen. Ich wollte mit so vielen YouTubern was machen. Es hat alles nicht funktioniert. Es war falsch zu sagen, yo, wir können was machen. Kein Problem, ich habe das allen zugesagt, ich habe zu oft ja gesagt. Da muss ich lernen, nein zu sagen. Gebe ich denen recht, absolut, war falsch. Aber wer da so drauf reagiert? Holy shit, Alter. Holy shit. Das ist ja, das ist... Ich bin sprachlos. Ich bin so froh, euch dabei zu haben. Ich habe mich mit Justin schon mal im Teamspeak getroffen. Da waren wir nur zu zweit. Das ist unglaublich.